Recht herzlich willkommen zur 15. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, letztes Mal haben wir hier noch Beziehungsverbesserungen bei der 13. Kolonie gemacht, was eine Abspaltung der Engländer ist. Hier oben ist Frankreich und die haben auch schon Französisch-Kanada wohl da. Und hier unten hatten wir noch die Spanier, die in... wie heißen sie? Neuspanien. Sind. Okay, wir werden also von zwei Seiten von dort und einer Seite von dort, soll man sagen, umrandet. Da gibt's keine. Wir müssten mal gucken, dass wir nicht irgendwie noch Portugal oder sowas irgendwo haben. Nee. Hier oben kann man ja nicht hin, ne? Da ist die Unbekannte, also Frankreich, England und da unten haben wir Spanien. So, aufgefallen war, dass unsere Mannstärke relativ schwach ist. Die müssen wir verbessern. Gut, dann das geht langsam. Wir haben irgendwie, was war das? Mannstärke 152 wird das mehr. Das ist nicht so viel. Wir haben letztes Mal noch irgendwo was in Auftrag gegeben. Eine Bewässerung. Ist aber wohl schon abgeschlossen. Beraterplatz ist klar. Waffenruhe wird enden. Unzufriedenheit unter den Handwerkern. Stabilität verlieren wir. Verlieren Dukaten. Können wir uns fast nicht leisten. Was machen wir? Stabilität will ich aber nicht verlieren. Dann muss es Geld kosten. Ja, dann werden wir einen Kredit aufnehmen jetzt gleich, oder? Ja, da kommt er rein. 4 Taler fehlen uns jetzt. Oder Dukaten sind es ja. So, was ist unser Ziel? Das ist die Frage, ne? Wir wollen verwestlichen, das ist klar, damit wir diese ganzen tollen Sachen auch nutzen können. Wie sieht es eigentlich hier aus? Nordamerikanischer Reiter haben wir hier. Keinen haben wir davon. Und hier haben wir 20 Einheiten, aber die müssen noch aufgerüstet werden, ist auch klar. Das sind die Söldner. Oh, warte mal, wir machen das sofort, dass wir jetzt hier gerade die Schulden bezahlen, weil das können wir gerade. Dann sind wir das los. Das ist besser, finde ich. Ja. Gucken wir hier mal gerade rein. Ne? Hier haben wir keine Berater. 867, das ist aber ganz gut. Der nächste sieht dann schon schlechter aus, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber... Das ist ja unser nächster. Wir haben keinen Nachfahren zurzeit. Das ist nicht gut. Wie sieht es hier aus? Irokesen. Die verbessern die Meinung mit Frankreich und auch mit den anderen hier. 13 Kolonien. Wir sind mit denen verbündet. Mit denen sind wir eine Föderation. Mit Abenakisch haben wir eine Waffenruhe. Wo sind die? Das sind diese hier, ne? Genau. Mit Feuer. Achso, das war das. Wir haben natürlich Vertrauen in uns. Kann nicht so schlimm sein. Achter haben wir da schon. Feuer erfolgreich, alles klar. Wir können wieder in eine Idee investieren, und zwar in diese hier. Handelsmanipulation, ja, hört sich richtig gut an, machen wir. Da sind wir auch auf einem guten Weg. Hier geht noch nichts, oder? Nö. Brauchen wir noch ein bisschen? Welche Stufe haben wir überhaupt so? 7, 5 und 6. Hier können wir die schon bauen oder eine Runde später erst?
Um Geld 72. Dann lass uns mal gucken, was hier machbar wäre. Nix, alles zu teuer. 81, auch noch nicht. Aber die Truppen werden stärker. Allerdings haben wir keine Reserve zurzeit. Das liegt daran, dass wir halt alles direkt in die Truppen stecken müssen. 81. Ah, jetzt geht's. Erdwall, Palisade, Bewässerung, Lagerhaus, großer Pfad. Da würden die lokalen Zahlen modifiziert werden, ne? Ja, aber das ist jetzt die Frage, großer Pfad. Sind das die, die ich dann... Ein bedeutender Mann kann bei uns nicht sein. Wir haben keine bedeutenden Männer. Da würden mehr Leute abgestellt. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Produktion ändern. Großer Pfad hatten wir, Lagerhaus. Geht nirgendwo mehr was außer in diesen drei. Und das ist schon. Polisade geht auch nur da. Lokale Verteidigungsfähigkeit. Die Polisade vor Level 1. Einzigartiges Gebäude. Truppenlimit plus 10 und hier. Plus 10. Wenn wir das bauen, kriegen wir mehr Truppen. Zurzeit haben wir 20. Würde das was bringen? Ich baue es mal. Gut. Die sind schon auf 10, das ist schon mal gut. Dann werden wir auch ein bisschen stärker in der Verteidigung. Wie sieht das mit denen eigentlich mit vertragsmäßig aus? So. Großbritannien erhebt Provinz, super. Ist bei uns auch schon so? Nö. Ach, guck mal hier. Dann wollen wir das doch mal hier auch so machen, oder? Entschuldigung. Ganz plötzlich musste ich husten. Anspruch. Ja, wir haben keinen Diplomaten. Aber den können wir gerade abziehen. Prestige. Ist das hier 38? Komm, da steigern wir mal gerade. Und... Wir unterstützen mal die Rebellen in den Land. Kann das sein? Das wäre ja eine coole Sache, oder? Aber eigentlich würde ich mal den Anspruch gerne fingieren, und das geht nicht. Aha, wir sind noch Eingeborene, alles klar. Ja, das bedeutet, wir müssen definitiv diese Verwestlichung in Angriff nehmen, ne? Und das wird schwer genug, weil wenn wir verwestlichen, dann sind diese hier mit Gotteskrieg gegen uns. Glaubenskrieg zetteln die dann an, ne? Und da kannst du mit deinen 11 Leuten nichts machen da. Achso, hier unten wollte ich gerade mal gucken. Ja, da können wir das machen. Das können wir allerdings so oder so machen, oder?
Das machen wir doch mal, oder? Das bringt doch was, oder? Gut. Es sind kein eingeborenen Stamm mehr. Das heißt... Wir können neue Ideen. Ihr könnt nun verwestlichen. Das wollen wir noch nicht. Hier können wir jetzt ein neues. Guck. Warte mal, da müssen wir aber erst gucken. Qualitätsideen haben wir, Handelsideen haben wir. Was wäre dann das Bestnächste? Gute Frage, ne? Ich glaube, da machen wir mal gerade eine Pause rein. Da läuft mir sonst zu viel im Hintergrund weiter. Expansionistische Ideen. Warte, wenn wir verwestlichen? Gehen wir mal gerade gucken. Kein legaler Nachfolger. Ne, da müssen wir uns mal auswählen, dann sehen wir das auch, ne? Haben wir aber auch nicht. So, Feinde sind die Huronen. Das ist alles okay. Finanziell stehen wir gut da noch. Alle Regler sind rechts. Inflation 1,6. Die sind alle unterwegs. Passt also. Hier geht gerade nichts. Hier können wir... Wir müssen da gucken, dass wir das sind. Aha. Hat Legitimität von mindestens 100. Und wir haben gar keine. Null. Okay, da müssen wir da dran arbeiten. Gut, da ist jetzt nichts weiter zu machen. Stabilität ist noch gut. Kriegsmöglichkeit haben wir nicht. Verteidiger des Glaubens sind wir nicht. Oh, wir können sogar mehr Soldaten jetzt machen. Auch schön. Gucken, wann wir da die ersten netten Besuche kriegen. Das haben wir nicht. So, das bedeutet, wir müssten uns hierfür entscheiden, noch was zu machen. Religiöse Ideen. Innovationsideen. Künste. Pragmatismus. Humanistische Ideen. Toleranz. Religiöse Einheit, nationale Unruhen, minus 2. Toleranz der Heretiker. Jahre des Nationalismus. Kulturlimit. Bessere Beziehung. Und das letzte ist Toleranz der Ungläubigen. Was haben wir hier noch? Söldner kosten weniger. Kernprovinzerstellung. Mögliche Berater. Wirtschaftsideen. Da kriegen wir mehr Geld. Baukosten. Inflation. Zinsen. Ja, Wirtschaftsideen wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Religiöse, ne. Diplomatie, Entdecker, Ideen, Seefahrtsideen wären vielleicht auch nicht schlecht auf der einen Seite, aber das machen wir später. Seemachtsideen, Quantitätsideen wären dann Modifikation der Soldatenzahl plus 50.
Ja, wir müssen uns irgendwo sicherlich auch auf einen Krieg vorbereiten. Ich nehme den. Und da ist er auch schon ziemlich weit fortgeschritten, ne? Gut. Okay, da muss ich mich zwischen dem und dem entscheiden, sehe ich gerade. Na, naja, das kriegen wir dann schon hin. Ja, Soldatenzahl, das sind plus 50. Gut, wir können auf jeden Fall erstmal weiterlaufen lassen. Und wenn wir jetzt hier irgendwo anfangen würden. Das hier, das gefällt mir gar nicht. Dann müsste das doch jetzt. Nein, beziehungsweise nicht vergessen, Geheimdienstaktionen. Anspruch fingieren, genau. Das wäre aber jetzt nicht so praktisch, ne? Können wir das da auch machen? Ja, da können wir das auch machen. So, das würde bedeuten, wir können jetzt. Na, gegen die hätten wir ja sowieso einen Kriegsgrundlauf, ne? Können wir jetzt in ein Bündnis mit den Engländern zum Beispiel eingehen? Bündnis auflösen. Könnten ein Bündnis anbieten. Und die Engländer selber wollen es nicht, aber mit denen würde es gehen. Dafür brauchen wir, und wir hätten sogar. Ach, bei untergebenen Nationen geht das nicht, auch schön, ne? Oh, guck mal hier, wer da ganz nah ist. Und was machen die hier unten? Kann man, glaube ich, nicht anklicken. Also die Franzosen, die kommen schon ein bisschen weit darüber, ne? Und das gefällt mir zurzeit nicht. Ah, wir müssen hier draufklicken, ne? Oder? Ja. Noch möchte niemand das von uns haben. Und die verlieren immer mehr hier an diese. Was können wir mit denen denn machen? Wenn denen den Krieg erklären, erklären wir gleichzeitig Großbritannien auch den Krieg. Stopp mal bitte. Wer hat uns den Krieg erklärt? Frankreich. Okay. Das sind unsere Verbündeten. Das bedeutet, wir müssen da jetzt gegen vorgehen. Und anders funktioniert es ja wohl nicht. Gut, unsere Truppen marschieren mit deren. Und wir wollen hoffen, dass wir die Macht haben. Den wollten wir haben. Den machen wir. Und da stärken wir uns jetzt. Verwestlichen wollen wir jetzt noch nicht. Land ist im Krieg, ja. Und das ist schon mal unser. Und dann marschieren wir auch gleich weiter gegen die. So. Denn das geht nicht, was die da vorhaben, ne? Gleich damit rein. Die bleiben da.
Kein Anführer, das ist auch nicht gut, ne? Speichert ab. Den müssen wir mal dabei machen, ne? Und dann verteilen wir uns da gleich richtig. Korruption, Problem lösen, Stabilität verlieren. Ne, dann machen wir das mit der Inflation. Gut. Jetzt mal gucken. Wieso haben wir nur noch 6 Leute? Gut. Das war dann ein kurzes Gastspiel von Frankreich hier zur Zeit, oder wie sehe ich das? Gewonnen. Die ziehen uns nach. Und die greifen uns an, oder wie sehe ich das? Nein, doch nicht. Irgendwer ist gestorben, aber nicht so wichtig. Ich glaube, wir müssen da jetzt nachziehen, ne? Obwohl ich lieber... Ah, da ist eine Burg dran, ne? Genau sieht's aus, eine Festung. Da haben wir hier schon Frieden geschlossen. Auch schön, ne? Prozent. Nein, wir bleiben da jetzt drin. Die Franzosen sind da unten am Ummarschieren. Gut, das hat keinen Sinn, dann hier weiterzumachen, oder? Weil wir müssen dann gegen die Truppen da angehen. Obwohl, die bleiben stehen, das ist ja gut so. Okay. Das besetzen wir jetzt. Dann gehen wir da mal hin und machen diese Armee nieder. Wir das jetzt? Da ist befreit worden. Geht das oder geht das nicht? Sieht nicht so aus. Kommen wir irgendwie nicht hin. Das würde gehen, aber marschieren tun sie nicht. Wir dahin das unterstützen. Diese Festung müssen wir kriegen. Wo sind die Franzosen geblieben? Die verstärken sich da mehr. Okay, die Festung müsste gleich fallen. Die Truppen werden niedergeschlagen. Werden mit dem Schiff abgeholt, oder was? Gut, hier geht's gut, meine ich. Oh, da kommt ein 15er Schiff. Die bringen bestimmt Truppen rüber, ne? So. Halten wir gerade an. Friedensvertrag.
geht nix. Wir kriegen noch nicht mal einen weißen Frieden hin, oder was? Dann geht nix. Da unten sind 9 Einheiten gelandet. Da oben laufen 8 rum. Administrative Macht verlieren wir, egal. Die ziehen zurück. Und wir müssen darüber. Wir müssen die definitiv unterstützen. Das hat anders keinen Sinn. Und wir kriegen da nicht die Oberhand, weil die technologisch viel weiter sind, ne? Verloren. Ja. Das sieht gerade nicht gut aus. Und mit denen können wir hier keinen Frieden schließen. Ja gut, dann müssen wir gucken, was wir machen. Zurzeit sieht das ganz schlecht aus, weil wir kommen einfach nicht darüber, mit denen klarzukommen. Gut, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.